Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben im Präsens und Konjunktiv 2 an. Diese Verbformen sind irregulär. Die Verben heißen kommen, können, sehen, liegen, dürfen, bringen, nehmen, sein, müssen, lassen, bleiben und werden. Fangen wir an. Er kommt, er käme. Er kann, er könnte. Er sieht, er sähe. Er liegt, er läge. Er darf, er dürfte. Er bringt, er brächte. Er nimmt, er nehme. Er ist, er wäre. Er muss, er müsste. Er lässt, er ließe. Er bleibt, er bliebe. Er wird, er würde. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verbformen im Präsens und Präteritum genauer an. Fangen wir an. Das Beispiel: Er kommt, er kam. Er kann, er konnte. Er sieht, er sah. Er liegt, er lag. Er darf, er durfte. Er bringt, er brachte. Er nimmt, er nahm. Er ist, er war. Er muss, er musste. Er lässt, er ließ. Er bleibt, er blieb. Er wird, er wurde. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Er kommt, er kam. Er kann, er konnte. Er sieht, er sah. Er liegt, er lag. Er darf,
Er durfte. Er bringt, er brachte. Er nimmt, er nahm. Er ist, er war. Er muss, er musste. Er lässt, er ließ. Er bleibt, er blieb. Er wird, er wurde. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao, bis dann! Hallo, in diesem Video sehen wir in den Konjunktiv einiger Verben. Müssen, dürfen, haben, können, sein, werden, finden, tun, lassen, stehen, geben und sehen. Setzen wir ein. Er muss, er müsste. Er darf, er dürfte. Er hat, er hätte. Er kann, er könnte. Er ist, er wäre. Er wird, er würde. Er findet, er fände. Er tut, er täte. Er lässt, er ließe. Er steht, er stünde. Er gibt, er gebe. Und er sieht, er sehe. Diese Verben waren alle regelmäßig. Hier könnt ihr erkennen, dass wir die Form des Präteritums benutzen. Und bei Verben, die den Vokal U, A oder O haben, wie musste, durfte, hatte, konnte und so weiter, verwenden wir den Umlaut. Bei lassen, ließ, ließe geht das natürlich nicht. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Er muss, er müsste. Er darf, er dürfte. Er hat, er hätte. Er kann, er könnte. Er ist, er wäre. Er wird, er würde. Er findet, er fände. Er tut, er täte.
Er lässt, er ließe. Er steht, er stünde. Er gibt, er gebe. Und er sieht, er sehe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben putzen und waschen genau an. Achtung, diese Verben sind meistens reflexiv, aber nicht immer. Setzen wir ein. Ich putze es, das Auto. Hier ist es ein normales Objektpronomen, es, also nicht reflexiv. Ich putze sie, ich putze die Wohnung. Auch hier ist es ein normales Objektpronomen sie. Ich putze sie. Objektpronomen sie Plural. Oder ich putze sie mir. Ich putze sie mir. Sie ist das Objektpronomen im Akkusativ und mir das Reflexivpronomen im Dativ. Ich putze sie mir. Und ganz ähnlich, ich wasche es mir. Ich wasche mir das Gesicht. Es ist das Objektpronomen im Akkusativ und mir das Reflexivpronomen im Dativ. Ich wasche es mir. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Ich putze es, das Auto. Ich putze sie, die Wohnung. Ich putze sie die Zähne, Plural. Ich putze sie mir, ich und die Zähne. Ich wasche es mir, ich und das Gesicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben öffnen ist gleich aufmachen und schließen ist gleich zumachen an. Außerdem die Ausdrücke offen, das heißt auf sein, und das Gegenteil zu sein. Setzen wir ein. Das Fenster ist geschlossen. Es ist zu. Das Fenster ist geschlossen. Es ist zu. Es ist heiß. Ich öffne es. Dann ist es geöffnet. Es ist auf. Ich öffne es. Dann ist es geöffnet. Es ist auf. Ich habe es aufgemacht. Und noch einmal der ganze Text. Das Fenster ist geschlossen. Es ist zu. Es ist heiß. Ich öffne es. Dann ist es geöffnet. Es ist auf. Ich habe es aufgemacht. Eine kleine Wiederholung. Lichter und Geräte macht man an und aus. Türen und Fenster macht man auf und zu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben im Präsens genauer an. Wir wählen immer die erste Person Präsens und die dritte Person Präsens Singular. Unten seht ihr noch einmal die Endungen. Wir wählen die Verben fahren, nehmen, haben, sein und geben, sowie das Verb ändern. Achtung, einige Verben sind irregulär. Fangen wir an. Ich fahre, sie fährt. Ich nehme es, er nimmt es. Ich habe es, sie hat es. Ich bin es, er ist es. Ich gebe es, sie gibt es. Ich ändere es, er ändert es. Und noch einmal, ich fahre, sie fährt, ich nehme es, er nimmt es, ich habe es, sie hat es, ich bin es, er ist es, ich gebe es, sie gibt es, ich ändere es, er ändert es. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.